Der Titel Demokratie kennzeichnet ein Beteiligungsformat des Potsdam Museums und es geht darum, dass durch eine demokratische Wahl die Öffentlichkeit, die Potsdamerinnen und Potsdamer und insgesamt unsere Museumsbesucher stimmen können für eine Ausstellung, für ein Objekt, das in die Ausstellung kommt. Das heißt, die Gemeinschaft wird gemeinsam zum Kurator. Wir haben über unsere Homepage und über die sozialen Netzwerke die Sammlung aufbereitet und man konnte digital für ein Kunstwerk stimmen. Dieser Zusammenhang zwischen Künstlerrahmung und Gemälde, also das ist speziell zu denken auch im Vorfeld, dass man keine voreiligen Schritte macht, sondern diesen Zeitgeist auch versucht zu erhalten. Also das nicht überästhetisiert, sondern zu sagen, es ist Zeitgeist, es ist so gemeint. Und darauf muss sich auch der Betrachter neu einstellen, dass man dann nicht sagt, das ist alles zu einfach. Nee, es ist sozusagen wichtig. Und je länger der Abstand zu dieser Zeit wird, desto größer wird auch das Verständnis dafür sein. Es war für uns alle eine große Überraschung, als die Leuchtkraft, auch ohne Firnis, eine große Leuchtkraft wieder zurückgewonnen hat, als das Bild dann gereinigt bzw. retuschiert, restauriert war. Wir haben eine städtische Sammlung und von daher ist sozusagen die Kunst auch sehr eng mit der Stadt Potsdam verbunden. Aber wir haben natürlich auch Figurendarstellungen, wir haben Landschaftsgemälde, wir haben Interieurszenen. Aber das sieht man auch bei der Abstimmung. Die Begeisterung für Potsdam, die kommt ganz klar auch in der Ausstellung zum Vorschein.